Wir haben ein bisschen Arbeit vor uns bei Kleine Bauarbeiter, eine App für iOS und Android. Der Umfang dieses Kinderspiels ist etwas knapp, aber es ist eine schöne Baustellen-App, deshalb kann man sich die in einem Video wunderbar ansehen. Schauen wir mal, was hier passiert. Da ist eine Straßenkehrmaschine, mit der wir die Straße reinigen können. Da oben rechts sieht man es schon, 3 Sterne gilt es zu sammeln. Also weiter geht's. Und da haben wir die Straße wohl genug gereinigt. Wir könnten jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber schauen wir am besten mal, was sonst noch so auf der Großbaustelle passiert. Da unten der Pfeil zeigt schon auf das Baggerloch, schauen wir da mal rein. Hier können wir den Bagger steuern, indem wir die Schaufel ziehen. Und dann kann man damit den Kipplaster beladen. Ui, da wurde der Bauarbeiter wohl von dem fließenden Wasser getroffen. Der scheint da recht ungünstig zu stehen. Ei, das war nicht gut. Wir haben eine Wasserleitung getroffen. Die muss der Bauarbeiter unten ganz schnell wieder reparieren. Und da hat der Bauarbeiter das Leck schnell wieder repariert. Der zweite Kipplaster ist auch da und dann können wir den auch wieder mit Erde vollbaggern. Und hier haben wir auch 3 Sterne verdient am Baggerloch. Hier sind wir fertig. Schauen wir mal, was sonst noch so auf der Großbaustelle passiert. Und hier haben wir einen LKW mit Ladekran. Wir können den Kran bewegen und die Ladung auf der Baustelle abladen, damit die Bauarbeiter auch ihre Materialien zum Hausbauen haben. Und da ist die letzte Palette für den dritten Stern. Hier sind wir auch fertig. Mal weiterschauen, was es sonst noch so gibt. Hier auf dem Rohbau ist noch ein Bauarbeiter, dem haben wir auch gerade die Steine mit dem Ladekran geliefert. Der hier, der ist am Zement anmischen und da können wir den Zement dann auf die Mauer legen und darauf dann die Ziegelsteine platzieren. So wird eine Mauer gebaut. So Stein für Stein wird ein ganzes Haus fertig.
Aber schauen wir mal weiter. Der Pfeil zeigt schon auf den Zementmischer. Gucken wir mal, was hier passiert. Hier wird ein Fundament gegossen und wir können den Zementmischer von links nach rechts schieben, um damit die ganze Fläche auch gleichmäßig auszufüllen. Der Bauarbeiter da macht einen Schneeengel im Zement. Das sollte man natürlich nicht tun. Das Fundament haben wir fertig gegossen und jetzt können wir in den Zement irgendwas reinmalen. Malen wir mal eine Sonne in den Zement. Und noch einen lächelnden Smiley. Hier sind wir fertig, denke ich. Schauen wir mal weiter. Was gibt's noch? Hier sehen wir einen Maler, der gerade die Fassade streicht. Wir können aus den Eimern eine Farbe wählen und dann die ganze Fassade ausmalen. Pausieren wir das mal für den Moment und schauen mal bei dem Dach vorbei, was gerade gebaut wird. Hier können wir den Kran steuern und die einzelnen Dachteile an die richtige Stelle platzieren. Und die Bauarbeiter bauen dann nach und nach das Dach fertig. Zwei Sterne haben wir fertig. Jetzt kommen noch die Dachziegel. Das Dach haben wir auch erfolgreich aufgebaut. Und das war's aber auch schon von der Großbaustelle. Hier haben wir alles erledigt. Das war ein schneller Einblick in das Kinderspiel Kleine Bauarbeiter von Fox & Cheep. Ich hoffe, ihr hattet Freude und bis zum nächsten Dodo-Video.